Hallo zusammen. So, jetzt habe ich einen Tag lang Affinity-Photo testen können und ich denke, ich probiere mal mein erstes Tutorial, das Logo nachzubauen. Ich konnte mich schon ein bisschen einarbeiten. Ist also wirklich nicht schwer. Wir gehen jetzt auf Datei, Neu. Habe hier einfach mal transparenten Hintergrund ausgewählt und eine Seitenbreite und Seitenhöhe von jeweils 800 Pixel und denke, für das Tutorial reichen die 192 dpi. Öffnen wir mal. So, ohne Layer aufgemacht. Das ist eine Besonderheit hier. Wir wählen hier die Ellipse aus, die ist hier unten drin. Hier gibt es übrigens mehrere Herzsegmente. Was auch recht interessant ist, ist das Zahnrad. Aber wir wollen jetzt die Ellipse wählen und wählen hier schwarz aus. Mit der Shift-Taste ziehen wir uns einen Kreis. So. Nun haben wir hier keinen Beleuchtungseffekt. Darum wähle ich jetzt einfach mal hier den Filter aus, auf der rechten Seite unten, und klicke auf Ausleuchten. Schon haben wir einen netten Beleuchtungseffekt. Mit dem können wir nun ein bisschen spielen. Füge mir gleich nochmal einen hinzu und baue mir jetzt praktisch eine Kugel nach, so wie ich sie gern hätte. Ja. So, den kopiere ich jetzt zweimal. Ein bisschen hoch. Okay, gefällt mir ganz gut. Ich raste auch gleich die Ebene. Das funktioniert bei Affinity mit rechter Maustaste. Und hier einfach auf Rastern klicken. So, eine Kugel wäre erstellt. Nun ziehen wir uns Metalleffekt von meinem vorigen Tutorial rein. Etwas groß, machen wir kleiner. Moment. Bisschen zu klein. So größer. Ungefähr so. Und ziehen die Ebene einfach nach unten. Und drücken wir die Steuerungstaste und auf dieses Miniaturbild hier. Und wechseln wieder auf den Layer unten. Und rastern den erstmal, weil hier steht jetzt Pixel. Und das ist ein Bild. So, gerastert, dann können wir damit arbeiten. Um die Auswahl hier zu erweitern, gehen wir einfach auf Auswahl, vergrößern, verkleinern und bekommen hier jetzt ein nettes Werkzeug. Kreisförmig anklicken, wenn es dann auch wirklich kreisförmig ist. Machen wie bei dem vorigen Tutorial einfach mal 50. So, mit Shift-Steuerung und I kehren wir die Auswahl um und entfernen den restlichen Metallkrust. So. Um nun einen Effekt oder einen Ebenenstil einzubinden, können wir hier nicht doppelklicken, sondern wir machen das hier mit dem FX. Und der ausgewählten Ebene
haben nun mehrere Möglichkeiten. In unserem Fall wählen wir 3D, passen den Radius so an, damit es schön rund und abgeflacht ist. Wählen uns hier ein Profil aus. Das gefällt mir. Nehmen wir. Können nun ein bisschen mit Glanz noch spielen und machen die Beleuchtung so hin, damit sie am meisten glänzt. Können jetzt mit Spiegeln das Ganze noch verfeinern. So. Als nächstes ziehen wir uns unser Logo-Bild rein. Was jetzt irgendwo sein muss. Hier. Und verkleinern das Ganze. Hier mit gehalteter Steuerungstaste und der Maus und platzieren das so, wie wir es haben möchten. Und bei Affinity Photo haben wir ein relativ gutes Text-Tool, wo schon die Größe ungefähr vorher anzeigt. Wir wollen jetzt noch eine andere Schriftart. Ich nehme die mal von Terminator 2. Schiebe diese Ebene eins nach oben. Eins nach vorne schieben. Hier nutze ich jetzt ebenfalls einen Effekt, einen Ebenenstil, behaupte ich jetzt mal. Gehe hier auch auf 3D, fahre mit dem Radius etwas nach unten, bisschen Spiegel, wählen auf Farbe überlagern, wähle mir mit der Pipette Lila aus. Nicht funktioniert. So, probieren wir es nochmal. Doppelklick. Bisschen weniger Glanz. Und schließen. Nun das Ganze 50% in den Hintergrund. Genauso wie dieses Foto hier oder dieses Logo. Ja, ging recht schnell. Nun könnten wir noch eine Hintergrundebene einfügen. Dann nutzen wir ein Verlaufswerkzeug. Machen das Ganze lila und schwarz. Können nun den Hintergrund so ablegen. Also ich finde Affinity gut. Ging jetzt alles relativ schnell. Ich werde noch ein paar Tutorials machen, natürlich mit Feinheiten. Das war jetzt nur mal zum Zeigen. Um so ein Logo zu erstellen, hält Affinity locker mit Photoshop mit. Arbeitet sauber. Gibt nichts zu bemängeln. Wir speichern das Bild mal ab. Als Affinity-Datei. So. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, abonniert doch bitte meinen Channel.
gebt mir ein Like und schreibt ins Kommentarfeld, falls noch Fragen sind. Affinity-Foto bekommt ihr übrigens, wenn ihr es kauft, für zwischen 50 und 60 Euro. Gibt auch Gutscheine im Internet. Ansonsten ladet euch einfach mal die Testversion runter. 10 Tage kostenlos testen. Das mache ich gerade. Dankeschön. Tschüss.